Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema. Das Thema heißt, wenn das meine Kinder wüssten. Ich möchte gerne mit Eltern sprechen, die ein großes Geheimnis mit sich herumtragen, in sich tragen und Angst haben, das ihren Kindern zu erzählen oder vielleicht sogar den Entschluss gefasst haben, dieses niemals ihren Kindern zu erzählen, aus welchen Gründen auch immer. Also wenn ihr aber gerne mit mir darüber sprechen wollt, über dieses Geheimnis, dann ruft an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr.de. Jörg ist der Erste und Jörg ist 36. Hallo Jörg. Ja, hallo Jürgen. Hallo Jörg. Wenn das meine Kinder wüssten. Ja. Was ist das bei dir? Ja, im Prinzip eigentlich meine Vergangenheit. Ne? Ja, was ist das für eine Vergangenheit? Ja, und zwar Drogenkarriere, krimineller Abstieg und so weiter. Ja, wie viele Kinder hast du? Eins. Eins. Wie alt ist das Kind? Ja, 12. Ja. Das Kind weiß überhaupt gar nichts. Das denkt, der Papa ist ein ganz solider und ordentlicher Papa, so wie man sich den vorstellt. Ja, richtig. Weiß deine Frau oder deine Partnerin von der Vergangenheit? Nein. Auch nicht? Auch nicht. Erzähl mal ein bisschen genauer, was du alles auf dem Kerbholz hast. Ja, wie gesagt, durch die Drogenkarriere kam natürlich dann halt auch kriminelle Laufbahn. Ja, sagst du zur Drogenkarriere, was hast du genommen und wie lange? Ja, 7 Jahre lang Heroin. 7 Jahre Heroin, das ist natürlich eine ganze Menge und das ist hart. Ja. Ja. Wie alt warst du da? Ja, Moment, muss ich erst umrechnen, ja, 28. 28? Ach so, dann ist das noch gar nicht so lange her. Ja, jetzt ein gutes Jahr clean. Ah. Und dein Sohn oder dein Kind? Dein Sohn, ne? Ein Sohn ist es. Nee, die Tochter. Die Tochter, die ist 12 Jahre alt. Ja. Das heißt, das war während das Kind da war, war das schon? Warst du? Richtig. Und das hat deine Partnerin auch nicht mitbekommen? Ne, es ist ein Scheidungskind, muss man dabei sagen. Aber der Kontakt ist recht gut. Ach so. Mhm. So lange heroinabhängig und dann in die kriminelle Szene abgerutscht. Mhm, richtig. Was hast du genau gemacht? Oh, ja, alles Mögliche halt, was man so macht, um an Geld zu kommen. Ne? Hehlerei, Diebstähle und so weiter. Ja. Hast du im Knast gesessen? Nein, das nicht. Also eine Bewährungsstrafe dann bekommen. Ja, wie hoch war die? Ein Jahr Knast auf 3 Jahre. Bewegung. Ja, ja. Das heißt, man hat dich einmal erwischt oder mehrfach erwischt? Mehrfach. Mehrfach. Mhm. 8 Jahre Heroinkonsum. Mhm. Wieso ist es dazu gekommen? Ja, beziehungsweise war ziemlich alles aus der Bahn gelaufen. Das war dann halt auch mit der Trennung damals und alles irgendwo nicht so ganz auf der Reihe gekriegt. Ja. Falscher Umgang und dann halt tierisch abgerutscht. Ja. Das heißt, du hast während dieser Zeit auch nicht gearbeitet? Doch, gearbeitet habe ich schon. Also das war so ein Doppelleben, was du da geführt hast. Richtig, ja. Also das ging auch eine lange Zeit gut und ich sag mal so, solange man so den Pegel hält, ja. Ging es ja auch, da geht es einem ja auch einigermaßen gut. Was hast du gearbeitet? Ja, im Prinzip eigentlich mehr so eine Verkäufertätigkeit. Ja, und das ging aufrechtzuerhalten eine gewisse Zeit. Tagsüber so der propere Verkäufer und dann abends sich die Nadel gesetzt. Ja, im Prinzip ja eigentlich auch das über schon. Ne? Man muss ja sehen, dass man irgendwo, so, sag ich mal, zumindest den Grundpegel hält, dass man so einigermaßen klarkommt. Mhm. Ne? Jetzt sagst du, seit einem Jahr erst clean. Mhm. Ja. Wie kam es dazu, dass du dann gesagt hast, ich mache jetzt einen Schnitt, es muss etwas passieren? Ja, wenn man einfach dann so merkt, vor welchen Trümmerhaufen man eigentlich schon steht und dass das auf Dauer so nicht weitergehen kann und der Körper das auf Dauer ja auch nicht mitmacht, da kam dann halt die Überlegung halt so, oder beziehungsweise da war der Wille natürlich dann ganz stark, ne, da unheimlich endlich mal mit aufzuhören. Ne. Welche Rolle hat dein Kind bei dieser Überlegung gespielt? Eine sehr große, ne? Sehr große, weil man möchte da natürlich auch ein bisschen was mit auf den Weg geben und sollte da eigentlich auch Vorbildfunktion haben. Hast du im Moment normalen Kontakt zu deinem Kind? Ja, ja. Das lebt aber bei der Mutter. Ja, richtig. Ja. Und während deiner Drogenabhängigkeitszeit, wie sah da der Kontakt aus zwischen dir und dem Kind? Ja, da war es natürlich ein bisschen weniger. Ne?
um halt dann so, sag ich mal, so Phasen zu vertuschen, wo es einmal nicht so gut ging oder ähnliches. Ja, und ich frage das nochmal, während dieser Zeit hat die Mutter des Kindes auch nichts gewusst von deiner Drogenabhängigkeit? Nee. Gar nichts. Das heißt, es war für dich auch immer ein großer Druck, so perfekt zu lügen, dass die Mutter das gar nicht mitbekommt, weil du unter Umständen dann gar keinen Zugang mehr zum Kind bekommen hättest. Richtig. Ja. Mhm. Hast du im Moment eine Partnerin? Ja. Weiß die denn von dem, was hinter dir liegt? Die weiß das. Die weiß das. Die weiß das. So, jetzt ist die Kleine 12. So klein ist die ja gar nicht mehr. Ja, das heißt, in ein paar Jahren ist das ein junges Mädchen, ein junges Mädel, eine Jugendliche. Ja. Und die fragt dann vielleicht auch mal, Papa, was war so mit dir, was hast du früher gemacht? Und was für Jugendliche halt unter Umständen so fragen, wenn sie ein gutes Verhältnis zu den Eltern haben. Ist das Verhältnis eigentlich gut zwischen euch beiden? Ja, ja. Offen, auch ein offenes Verhältnis. Überlegst du es ihr irgendwann mal zu erzählen? Ja, eben deswegen hatte ich ja angerufen. Und zwar ist es natürlich so, so groß ist bei uns der Ort auch nicht. Und das wissen also auch schon eine Menge Leute. Halt, ah, ja. Sag ich mal, verteilt aus der Szene und frühere Bekannte und ähnliches. Und da ist natürlich dann die Gefahr da, dass es irgendwann dann doch mal rauskommt. Und ja. Wenn der möchte ich dann halt, dass es schon von mir erfährt. Ne? Ja. Aber das ist ja dann doch schon interessant und sonderbar, dass das noch nicht an die Mutter des Kindes durchgesickert ist. Das ist bis jetzt noch Glück, ja. Mhm. Also nur eine Frage der Zeit. Ja, also das finde ich natürlich einen sehr überzeugenden Ansatz, den du gerade formuliert hast. Ich möchte, dass das Kind das irgendwann dann von mir erfährt. Und nicht von irgendwelchen anderen Leuten. Mhm. Ne? Und immerhin hast du ja auch du hast ja einen Erfolg aufzuweisen und ich hoffe, dass es auch dabei bleibt. Du hast es geschafft, davon loszukommen. Ja, das ist schon klar. Und es ist keine Schande, wenn man mal Unglück im Leben hatte, wenn man abgestürzt ist. Du hast ja dann versucht, auf jeden Fall das Beste rauszumachen und dich wieder aufzurappeln. Und du hast es ja geschafft. Ich finde, dass man das einem Jugendlichen erzählen kann. Warum nicht? Vielleicht sogar auch als warnendes Beispiel in Sachen Drogen für das Kind später mal. Ich finde es keine Schande, wenn man das erzählt. Ich finde, es ist sogar eine gewisse Größe, wenn man das dem Kind dann, wenn es alt genug ist, wenn man ihm das dann auch erzählt. Genauso wie es halt war. Meinst du nicht, es wäre dann eher eine Versuchung quasi, dann auch mal in der Richtung irgendwelche Experimente zu starten? Na, ich glaube, dass die Versuchung viel größer ist, wenn sie überhaupt nichts weiß und von irgendwelchen Freunden aus der Schule oder weiß ich wo das schön geredet bekommt, was Drogen bedeutet. Das ist eine Versuchung. Ich glaube, es ist nicht eine Versuchung, wenn du ihr erzählst, dass du 8 Jahre da in der Gosse seelisch gelegen hast. Das kann man ja so sagen, ja, wahrscheinlich. Natürlich. Ja. Und wenn man 8 Jahre heroinabhängig ist, dann wirst du sehr viel zu erzählen haben, wie schlimm das ist. Und wie du wahrscheinlich in letzter Sekunde die Kurve gekriegt hast. Ja, noch Glück im Unglück gehabt, weil das hätte ja auch noch schlimmer ausgehen Eben, können. Ja. Mhm. Also ich finde, dass du sie erzählen solltest, wenn du sie für reif genug dafür hältst. Ich finde es nicht schlimm, ich finde es sogar gut, wenn du es machst. Und man kann ja dann auch Respekt vor dir haben, dass du es geschafft hast. Viele schaffen es nicht und dann geht das Leben immer weiter den Bach runter. Mhm. Mach das mal, Jörg. Wenn es soweit ist, wenn du es für richtig hältst, wenn du denkst, die Kleine ist reif genug dafür. Also meins auf jeden Fall. Ich finde ja. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Hm. Zumal auch das große Hauptargument ist, das du gerade selbst formuliert hast, wie schlimm, wenn sie das von anderen Jugendlichen vielleicht erfährt, dann stehst du ziemlich klein da. Das ist schon richtig, ja. Ne? Also, in diesem Sinne, Jörg. Ja. Alles Gute und gutes Gelingen. Irgendwann, ja, wenn du es machst. Schönen Abend noch. Dankeschön, tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt, wenn das meine Kinder wüssten. Tragt ihr irgendetwas Geheimnisvolles oder ein Geheimnis mit euch herum, was ihr vielleicht mal gemacht habt in der Vergangenheit oder habt ihr ein Doppelleben? Gibt es irgendetwas, was ihr eigentlich nie euren Kindern erzählen wollt? Oder gibt es etwas, wovor ihr Angst habt, es euren Kindern zu erzählen? Und seid deshalb bisher noch sehr, sehr unsicher, wie ihr damit umgehen wollt. Also, das Thema heißt, wenn das meine Kinder wüssten, wenn ihr mir darüber erzählen wollt, dann ruft an 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Florian ist bei mir und Florian ist 42 Jahre alt. Hallo Florian. Ja, hallo Domian. Hallo. Ja, auch zu unserem heutigen Thema, Florian. Ja, und zwar, also ich bin 42 Jahre alt, gut, also glücklich verheiratet. Ja. Ich habe 3 Kinder und naja gut. Wie alt sind die Kinder? Das sind einmal 16, 17 und 20. Ja.
Und naja gut, meine Frau und ich, wir gehen gerne in Swingerclub. Ja. So, und unsere Kinder wissen davon eben nicht. Ja, wie lange geht ihr denn schon in den Swingerclub? Seit wie vielen Jahren? Ja, das sind, also seit ungefähr 2 Jahren. Ja. Wie kam es dazu, dass ihr in den Swingerclub gegangen seid oder immer noch geht? Ja, das war eigentlich reiner Zufall. Wir haben vom Bekannten oder haben erfahren. Schlechte Leitung. Kannst du mal ein bisschen mehr ans Fenster irgendwie gehen? Da sind so Unterbrecher drin in der Leitung. Ja, kann ich eigentlich auch machen. Ja. Also von Bekannten haben wir erfahren, dass es in der Nähe einen Swingerclub gibt. Ja. Und ja gut, wir wollten das eigentlich mal ausprobieren. Ja, wie lange seid ihr verheiratet? Wahrscheinlich dann sehr lange schon, ne? Ja, also es ist schon eine ganze Weile. Also eine Jugendliebe irgendwie, ne? Wenn das älteste Kind schon 20 ist, dann seid ihr ja offensichtlich auch 20 Jahre verheiratet oder länger noch. Ja, also auf alle Fälle haben wir dann vom Bekannten erfahren, dass es in der Nähe einen Swingerclub gibt. Und ja, weiß nicht, in der Zeit waren wir noch ziemlich offen für neue Dinge. Ja. Und haben wir dann eben gesagt, ja, wir wollen ganz einfach mal mitkommen. Wir wollten das ganz einfach mal ausprobieren. Ja. Und das haben wir dann eben auch getan. Dann sind wir mitgegangen und das wurde dann ganz einfach zu einer Leidenschaft. So. Das heißt, wie oft geht ihr beiden Hübschen jetzt so im Durchschnitt im Monat oder in der Woche in einen Swingerclub oder in den Swingerclub? Es ist eigentlich relativ unterschiedlich. Manchmal gehen wir 3-mal in der Woche, manchmal gehen wir auch gar nicht. 3-mal in der Woche ist natürlich ganz schön heftig. Was erzählt ihr dann? Leben alle Kinder noch bei euch zu Hause? Nein, der 20-Jährige nicht mehr, aber sonst die anderen beiden schon. Gut, aber der 20-Jährige war ja vor 2 Jahren wahrscheinlich noch bei euch. Was habt ihr dann euren Kindern erzählt oder was erzählt ihr jetzt euren Kindern, wenn ihr so oft in der Woche abends 6 seid? Wo seid ihr dann? Wir sind bei Freunden, wir feiern Geburtstag und also es ist eigentlich immer unterschiedlich. Wie habt ihr denn eure Kinder so im Bereich Sexualität erzogen? Ist es relativ offen oder spricht man nicht so ganz gerne drüber und nur so das Nötigste? Doch, eigentlich schon relativ offen. Ja? Ja. Gab es denn Überlegungen bei euch zwischen dir und deiner Frau? Ich meine, die sind ja alle 3 mittlerweile, 16 noch nicht so, aber eigentlich bald so alt alle, dass man vielleicht drüber sprechen könnte. Ist das eine Überlegung oder wollt ihr das für euch geheim behalten? Nein, wir haben schon überlegt, bloß wir wissen nicht, wie wir unseren Kindern das eben erklären können und wie die das eben auffassen. Das ist unser Problem, wir wissen es ganz einfach nicht. Ja, warum wollt ihr das den Kindern erzählen? Ja, eigentlich, die haben wir eigentlich so gesehen eigentlich ein Recht darauf zu erfahren, weiß nicht. Sie sollen ja eigentlich auch später mal Erfahrungen sammeln. Ja. Und wir haben mit dem Swingerclub haben wir eigentlich gute Erfahrungen gesammelt. Ja. Also macht es zumindest ziemlich Spaß. Ja. Ich weiß nicht, ob es denen Spaß machen würde, aber. Aber die müssen da ja auch nicht hingehen. Wahrscheinlich sind die mit dem Phänomen oder mit der Tatsache, dass es eben sehr viele Swingerclubs in Deutschland gibt, hinlänglich vertraut durch die diversesten Fernsehsendungen. So dass das ja erstmal auch jetzt nicht so was ganz spektakulär Fremdartiges ist, wie das vielleicht noch vor 10 Jahren war, wenn man das jemandem da erzählt hat. Ja, ich finde eigentlich auch, Florian, das ist ja nun nichts Schlimmes, was ihr da macht. Ihr seid ein Ehepaar, die Kinder sind so gut wie erwachsen. Ihr könnt die Dinge machen, das Ehepaar, die ihr für richtig haltet. Und auch hier finde ich wieder, ist ja auch so eine Überlegung, es könnte ja vielleicht mal passieren, aus Zufall, es gibt ja die ersten Zufälle, dass vielleicht euer Sohn in dem Swingerclub auftaucht und ihr seid auch da. Ja gut, also da haben wir auch schon drüber nachgedacht. Oder ein Freund von ihm und der erkennt dann euch und erzählt es ihm oder den anderen Kindern. Ja gut, das kann schon sein. Also solange es unser Ältester ist, also gut, mit dem könnten wir da vielleicht drüber sprechen, aber ich weiß nicht, wie es ist, ob der mit unseren anderen beiden darüber sprechen würde, ob er ihm oder den beiden das erzählen würden. Ja. Ich weiß nicht, was dann da rauskommen würde. Also ich meine, du jetzt läuft es 2 Jahre geheim. Du sprichst auch gar nichts dagegen, dass man noch ein bisschen wartet, bis der 16-Jährige, ist das ein der oder eine die? Das ist ein der. Also 3 Jungs? Ja. Ja, also bis der 16-Jährige auch ein bisschen älter ist noch.
Und dann wäre es doch vielleicht absolut okay, wenn ihr es allen dreien erzählt und nicht erst nur dem Älteren. Dann ist das auch wieder so ein Gewurstel. Dem Älteren haben wir es erzählt, dem noch nicht und sickert das dann durch. Und dann sind die Jüngeren sauer, dann denken die, warum erzählen sie es denn dem Älteren? Wir sind doch auch schon alt genug und so weiter. Ja gut, also darüber haben wir jetzt noch gar nicht so nachgedacht. Ja, ich meine, das muss ja nicht gleich morgen früh sein oder so. Generell finde ich es auch okay, das zu erzählen. Ich finde es immer gut, je offener, desto vertrauensvoller ist ja auch das Verhältnis zwischen Kindern und Eltern. Und wenn die Eltern nun sowas machen, wogegen nichts einzuwenden ist, wenn die Eltern das frei entschieden haben, können das ja nun fast erwachsene Kinder auch wissen. Warum nicht? Ja gut, das stimmt schon. Oder schämt ihr euch ein bisschen? Das vielleicht auch. Und wir wissen eben nicht, wie wir wie unsere Kinder eben reagieren würden. Ja. Ich weiß nicht, ob die sich irgendwie von uns abwenden oder. Das ist es nämlich. Also ich kenne jetzt eure Verhältnisse nicht und wie die Stimmung in eurer Familie ist. Ich würde mal fast wetten, dass die sich nicht von euch abkehren. Vielleicht finden die das sogar ganz cool, dass die Alten ins Swingerclub gehen. Dass die so locker drauf sind. Vielleicht. Oder? Ja, gut, das kann schon sein, aber eben wir wissen es eben nicht, wie die reagieren würden. Ja, aber dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit, dass man das eben ganz, ganz sachlich auch erklärt. Hier, wir sind ein altes Ehepaar, alt eben nicht, aber ein sehr, sehr lang, wir sind ein Paar, die sehr lange zusammen sind. Und wir versuchen uns halt noch einen anderen Aspekt im Bereich der Sexualität in dem Swingerclub, und dann ist es doch in Ordnung. Ja, gut. Ich meine, ihr müsst es natürlich für euch, du musst es mit deiner Frau entscheiden, auch den Zeitpunkt abstimmen. Grundsätzlich kann ich dazu nur sagen, finde ich es gut, wenn ihr es sagen würdet. Die Einzelheiten und die Details müsst ihr dann selbst entscheiden, wie und wann ihr das angeht. Ja gut, das stimmt auch. Ja. Also, ich weiß nicht, ob wir denen das alles erzählen sollen, aber ich denke mal, wenn wir denen das erzählen, ich denke mal, dann müssten wir denen auch alles erklären irgendwie. Ja, ihr müsst vielleicht auch nicht so alle Einzelheiten erzählen, aber vielleicht fragen sie auch, ne? Und dann erzählt man halt. Florian, in diesem Sinne, du grüßt mir deine Frau herzlich. Ja, danke schön. Und wenn du es den Jungs erzählt hast, grüßt du die auch noch herzlich von mir, okay? Ja, mach ich. Alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer zum Thema, wenn das meine Kinder wüssten. Gibt es etwas in eurem Leben, ihr, die ihr Eltern seid, von dem ihr dann wiederum sagt, Mensch, wenn das meine Kinder wüssten, das dürfen die nie erfahren. Oder vielleicht sollen sie es doch erfahren, ich bin mir nicht ganz sicher. Also, wenn ihr darüber reden wollt, über so etwas, wie wir vielleicht darüber beraten können sollen, diskutieren, dann ruft an 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr.de. Weiter geht es jetzt mit dem Norbert. Und Norbert ist 52 Jahre alt. Hallo Norbert. Hallo, Namen Dominian. Hallo Norbert. Was ist das, was deine Kinder nicht wissen sollen oder vielleicht bisher nicht wissen? Fast das gleiche Thema wie beim Vorgänger, nur machen wir SM-Spielchen. Aha. Ich bin praktisch der Sklave und die Frau ist die Herrin. Deine Frau ist deine Herrin? Ja. So was Ähnliches hatten wir gestern Abend umgekehrt. Da hat ja eine Sklavin angerufen. Aha. Eine 24-Stunden-Sklavin. Aber du bist kein 24-Stunden-Sklave. Nee, ich bin berufstätig, das machen wir nur abends und wie wir gerade Zeit haben. Ja. Wie alt sind die Kinder? Das ist jetzt wichtig zu erfahren. 17, 26, 28 und 30. Oh, nochmal, 17, 26? 28 und 30. Und 30. Aus zwei Ehen, die Kinder. Ja. Ich hatte einen Sohn, das ist der 30-Jährige, die Frau geheiratet mit den zwei Kindern, die sind jetzt 26 und 28 ja. Und der 17-Jährige ist der Gemeinsame. Und der wohnt wahrscheinlich auch noch bei euch? Er wohnt bei uns, das ist der Einzige, der noch bei uns wohnt. Wie lange praktiziert ihr beiden, du und deine Frau, schon diese SM-Sklavenspiele? 2 Jahre. Ach, erst 2 Jahre? Ja, es hat spät angefangen. Wie seid ihr drauf gekommen? Ach, wir haben Leute kennengelernt und uns da reingearbeitet praktisch. Ja? Das heißt, mit 50 hast du das so für dich entdeckt. Du hattest vorher keinerlei Ambitionen diesbezüglich? Ja, ich muss sagen, die Frau hat es mehr entdeckt. Ach so. Ja gut, aber du hattest vorher nichts am Hut. Nee, vorher hatten wir beide nichts damit am Hut. Ja. Und wie habt ihr das entdeckt? Ach, ich hatte mal eine Freundin so nebenher gehabt und das hat der Frau nicht gefallen. Und dann hat sie gesagt, so, jetzt können wir den Spieß mal rumdrehen.
Wie, den Spieß rumdrehen? Du hast eine Freundin gehabt und hat sie gesagt, jetzt drehen wir den Spieß mal rum. Wie soll ich das verstehen? Nee, dann hat sie gesagt, sie ist die Herrin und ich der Sklave. Aber du musstest die Freundin erstmal abgeben. Ja, mit der Freundin war ja auch nichts Festes. Das war nur so eine Bekanntschaft. Wie, dann hat deine Frau, die ist auch in deinem Alter ungefähr? Die ist 50. Die ist 50. Dann hat die einfach so gesagt, pass mal auf, Norbert, jetzt bin ich mal die Herrin und du bist der Sklave. So einfach hat die das gesagt? Ja. Nach wie vielen Jahren Ehe? 18 Jahre. 18 Jahren. Das ist doch völlig schräg, Norbert. Ich denke mir, wenn man 18 Jahre verheiratet hat, hat man, ach nicht nach ein paar Jahren schon, hat man feste Rituale, auch sexuelle Rituale. Und dann nach 18 Jahren sagt die Frau plötzlich so etwas? Hast du sie nicht angeguckt und hast gesagt, Mädchen, was ist denn jetzt los? Hast du zu viel Bier getrunken oder was ich was? Nee, das war alles so eingefahren, die Ehe, und ich finde das auch gut so. Also du hast völlig interessiert und offen reagiert? Ja. Und wie war dann die erste Session, die ihr da gemacht habt? Bei euch zu Hause? Nee, die war in einem Swingerclub. Ach so. Auf so Räume. Ja. Und so war das erste Mal im Swingerclub, sind wir zu meinem Geburtstag, da hat sie mich eingeladen in den Swingerclub. Zu dem 50. Ja, das war so der Anfang. Ah ja. Ach so, ihr seid denn also durch den Swingerclub, weil dort auch so die ganzen Accessoires sind? So, habt das denn da zum ersten Mal gemacht? Ja, erst mal zugeguckt und... Da hat sie dir zum ersten Mal den Hintern versohlt? Ja. Und du fandst es gut? Ja, ich fand das gut. Du fandst es erotisch und hat dich angemacht? Ja. Ja. Weil ich das mal was ganz anderes fand, wieso? Und deine Frau hat auch so ein Outfit, so Lederkorsagen und wie man das so aus... Ja, ja. Hat sie? Sie kauft sich auch immer wieder neue Sachen dazu und es wird auch immer ausgedehnter. Ja. Besteht eure Sexualität ausschließlich aus diesen Spielen oder gibt es auch noch so die normale Sexualität? Die normale, weniger, so ab und zu mal zwischendurch. Ja. Und wie ist das jetzt so zur Zeit? Hauptsächlich immer noch im Swingerclub oder auch bei euch zu Hause? Nee, zu Hause. Wir haben uns einen Kreuzchenkeller bauen lassen vom Schreiner, einen schönen Raum eingerichtet. Aha. Alles vorhanden. Also alles ist da, was man dafür braucht. Ein Kreuz, ein Andreaskreuz, woran du wahrscheinlich ab und zu mal festgebunden wirst? Ja, und ab und zu kommen auch noch andere Sklaven oder andere Paare. Ach so. Wo man so im Internet Bekanntschaften macht. Ja. Was ist denn das Härteste, was deine Frau bisher mit dir gemacht hat als Sklave? Du bist ja Sklave, sie ist ja Herrin. Das Extremste. Nadelspiele, Blutspiele, sowas machen wir nicht. Das macht er nicht. Extrem der Bondage oder so, schön gefesselt. Ja. Aber so mit Auspeitschen ist schon an der Tagesordnung. Ja. Ja. Jetzt sagst du, ihr habt so einen Raum im Keller eingerichtet. Und der 17-jährige Junge wohnt noch bei euch. Kriegt ihr das denn nicht mit, was da in dem Raum los ist? Nee, in den Raum dürfen wir jetzt seitdem nicht mehr rein, seit wir da das Kreuz reingebaut haben. Und, Aber ist der nicht irrsinnig neugierig, was die Eltern da machen in dem Raum? Warum er nicht da rein darf? Nee, der grinst nur immer, wenn wir in den Keller gehen. Wenn wir sagen, wir gehen in den Keller, grinst er immer. Weil ja auch ab und zu mal Leute kommen, die da mitten in den Keller gehen. Also das heißt, er ahnt schon was? Ja, ahnt tut er was. Ach, also als 17-Jähriger findet man ja Mittel und Wege, das rauszukriegen, was in dem Raum drin ist. Oder vielleicht auch zu beobachten, wenn da Leute drin sind. Wahrscheinlich hat er euch schon heimlich beobachtet da, kann das sein? Nee, das ist wie ein Luftschutzkeller, so mit Riegel, mit drei Riegel und es wird von innen verkeilt. Ich meine, da kommt schon keiner rein da. Aber irgendwas wittert er, ne? Das kann ich mir vorstellen. Wenn er schmunzelt, also wohlwollend schmunzelt er. Ja. Mama und Papa prügeln sich wieder. Das ist ja lustig. Diese Rolle hast du aber nur im Luftschutzkeller, ne? In dem Keller oder im Singerclub als Sklave. Ja. Wenn du dann nach oben gehst in die Küche, bist du wieder der Herr im Haus. Nee. Wenn die Kinder nicht da sind, dann spielen wir das auch hier oben in der Wohnung so weiter. Aber ach, auch so. Also gestern, die Sklavin hat mir erzählt, dass sie dann, wenn, also die ist 24 Stunden Sklavin zu Hause, hat keine Kinder, dann geht das ja auch. Die läuft auch den ganzen Tag so fast nackt oder mit so Ledersachen rum oder mit so einem Geschirr oder so etwas. Ja. Hast du das denn auch, wenn du oben bist und wenn ihr alleine seid? Ne, nicht immer, aber so ab und zu mal so. Ja. Halsband, Kette. Ja. Auf allen Vieren? Ja, aber weniger auf allen Vieren normal laufen. Wie sprichst du dann deine Frau an? Herrin. Herrin. Und musst du sie dann um alles bitten, ne? Und erfragen, ob du es darfst? Ja. Mhm.
Was macht dir Spaß an dieser Rolle? Ich käme mir da ein bisschen blöd bei vor, muss ich ehrlich sagen. Nee, aber ich komme mir nicht blöd, weil ich sehe, wie sie dabei aufblüht. Ach so. Und das wiederum tönt dich an? Das tönt mich dann an. Das ist so wie ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Ja. Gab es auch schon mal eine Situation, wo du gesagt hast, nee, so und nicht weiter? Ja, das gab es auch, wenn die Schläge mal zu feste waren am Anfang. Ja. Wie, habt ihr da ein Codewort? Gestern die Sklavin sagte, sie sagt dann rot und dann ist Schluss. Hast du auch so ein Wort? Ja, das haben wir auch rot. Ja. Weil man sich das am besten merken kann, als wenn man ein anderes Wort nimmt. Stimmt, ja. So, wenn das meine Kinder wüssten, sollen die das je erfahren oder soll das euer süßes kleines Geheimnis bleiben? Ich bin gern für Offenheit, aber wir gehen auch nicht zu den Kindern und sagen, hier, wir machen das. Ja. Deshalb weiß man nicht, ob es durch Zufall mal wo rauskommt. Ja, also es ist so eine Überlegung. Also vorhin der Florian, da merkte man ja schon, er würde es schon ganz gerne sagen. Ja. Aber da war es ja auch nicht so extrem wie bei euch. Bei euch ist es ja nur mal härter. Ja. Ne, der Papa geht auf allen Vieren durch den Keller. Nun könnte man ja wirklich die Auffassung sein, okay, wir behalten das für uns, das ist unser Ding. Die wissen das vielleicht, ahnen sowieso so ein bisschen was. Oder man könnte der Auffassung sein, ach komm, egal, wir erzählen es denen einfach mal. Wir machen mal eine Führung durch unseren Keller und zeigen denen, was wir alles aufgebaut haben. Ja, vielleicht, wenn sie mal fragen, dann kann man sie ja mal in den Keller lassen. Vielleicht wollen sie dann auch mal spielen. Ja, aber man könnte natürlich jetzt auch zu Recht als Eltern die Sorge haben, dass die Kinder vielleicht die Achtung vor einem verlieren, wenn man sowas Extremes macht. Für manche Menschen ist das ja schon was sehr Extremes, so solche SM-Spiele, Sklavenspiele. Ist das ein Thema bei euch? Nee. Also ihr würdet euch da nicht schämen und auch nicht Angst haben, dass die den Respekt verlieren vor euch? Nee, schämen würden wir uns nicht. Sind denn bei euch auch die Kinder so sexuell sehr frei erzogen worden? Habt ihr immer offen über alles gesprochen? Ja, wir haben sie sehr frei erzogen und die anderen drei sind zwar noch nicht verheiratet, aber wohnen immer mit einer Partnerin zusammen. Ja. Also da ist Sexualität grundsätzlich kein Tabu. Nee. Ja, also wie soll es jetzt weitergehen? Willst du es mal so drauf ankommen lassen, wenn es sich so ergibt, dann sagen wir es oder plant ihr irgendwas? Nee, wenn es sich ergibt, werden wir das schon sagen. Ja. Ich würde ja mal gerne mit deinem 17-jährigen Sohn sprechen, was der so alles weiß und was der sich so vorstellt. Ja, der schläft, glaube ich, schon. Der schläft wahrscheinlich schon, ja. Kann man nicht irgendwie durchs Schlüsselloch gucken, wenn ihr da unten zugange seid? Nee, das ist eine Luftschutzkellertür, da ist kein Schlüsselloch. Da ist kein Schlüsselloch. Und unten so durch den Schlitz irgendwie... Die Tür schließt so wie luftdicht ab, wie so früher die Luftschutztüren waren in Kellern. Und da hört man auch nichts durch? Nee, wir haben dann immer Musik gespielt. Wie viele Leute passen da rein, wenn ihr Besuch habt? Na, so sechs, acht Leute passen da rein. Ja. Ist es so bei dir auch, wenn du die Sklavenrolle inne hast, führt das zwangsläufig immer dann auch zum Geschlechtsverkehr? Es endet meist mit Geschlechtsverkehr, aber muss nicht immer sein. Ja. Wenn du das mit 50, sage ich mal, erst so entdeckt hast für dich, denkst du manchmal, Mensch, hätte ich viel früher machen sollen, hätten wir viel früher vielleicht machen sollen, ist eine tolle Sache. Das stimmt. Da hat mir viele verschenkte Jahre, ja, wenn man so hinterher drüber nachdenkt. Okay, aber immerhin habt ihr es entdeckt und macht es jetzt und das ist doch gut und in Ordnung. Und wir hoffen auch, dass wir noch ein paar Jahre leben. Na. Na hör mal, 52 ist ja kein Alter. Ja, Norbert, auch von mir aus, in diesem Fall, in deinem Fall, einen schönen Gruß an deine Partnerin. Mach ich. Und lasst es mal auf euch zukommen mit den Kiddies, ne? Wie das rauskommt und ob es rauskommt. Und dann, wenn die das erfahren haben oder wenn die es mal gesehen haben, meldest du dich nochmal bei mir, okay? Ich melde mich dann. Fände ich sehr interessant, würde ich gerne nochmal mit dir sprechen. Jawohl. Alles Gute. Und könntest du uns ein Autogramm schicken? Ja, legst du bitte auf, wir rufen nochmal an wegen der Anschrift. Jawohl. Tschüss. Danke. Jo. Tschüss. 0800 220 5050, Telefonnummer zu unserem Thema, wenn das meine Kinder wüssten, E-Mail-Adresse zu unserem Thema, wenn das meine Kinder wüssten, domian@wdr.de. Tobias, 41 Jahre alt, hallo. Hallo? Ja, Tobias. Ja, der Tobias, hallo, grüß dich, Domian. Ja. Was wissen deine Kinder denn nicht? Gut, ich habe ein 5 Monate altes Baby. Das kann doch nicht so viel wissen. Das kann doch nicht sehr viel wissen, das ist richtig. Ja. Ich habe ein Riesenproblem damit. Mhm. Ich war jahrelang halt Junggeselle. Ja. Und gut, habe die Frau meines Lebens kennengelernt. Wann? Baby vor 1,5 Jahren circa. Mhm.
Baby war auch gewollt und ich kann mit ihr gar nicht umgehen. Ich habe unheimlich Angst vor der Nähe. Also mit dem Kind? Ja. Das ist ein Mädchen. Ja, ein Mädchen. Ja. Mhm. Also mit der Frau habe ich überhaupt kein Problem, aber... Du kannst mit dem Baby nicht umgehen? Was das Baby angeht, also ich habe unheimlich Probleme damit. Ich kann sie nicht richtig in den Arm nehmen. Ach, warum nicht? Scheu, Angst. Vor was? Zum Teil Angst davor, was verkehrt zu machen. Also sie zu fest anzufassen, sie an der falschen Stelle zu drücken oder weiß ich was? Gut, ich bin gelernter Krankenpfleger. Ja, dann kennst du es. Sie verkehrt anzufassen, das ist nicht das Problem. Ja. Das Problem ist eher in der Psyche, denke ich. Mhm. Im Kopf. Also, das kleine Mädel ist 5 Monate alt. Das heißt, du nimmst es nie auf den Arm? Selten. Mhm. Kümmerst du dich so um die kleinen Schuhe? Machst du sie schon mal sauber? Ja, das mache ich schon. Geht das? Ich mache sie schon mal sauber. Ich gebe ihr auch zu essen, zu trinken und alles, was sie braucht. Aber du bist froh, wenn du sie wieder weggelegt hast? Ja. Das kriegt doch deine Freundin auch mit, die spürt das doch, oder? Natürlich. Wir haben auch diverse Male schon Auseinandersetzungen gehabt, deswegen logisch, ne? Das wird sie doch wahrscheinlich komplett befremden, dass du euer gemeinsames Kind irgendwie so auf Distanz hältst. Sie ist mir auch schon fremd geworden. Die Freundin? Ich spüre das und die Monique spürt das auch. Mhm. Also, Monique ist deine Freundin? Nee, die Tochter. Das ist die Tochter. Mhm. Ja. Ja, klar, so ein kleines Kind, irgendwie wahrscheinlich spürt es das auch. Nein, die spüren das schon. Ja. Deutlich so, jetzt aber nochmal. Du warst lange Junggeselle, sagst du. Das ist ja noch kein. Über das, 10 Jahre. Ja, gut, das ist ja noch kein. Wie viele Männer sind lange alleine und kriegen dann mit ihrer Partnerin ein Kind und das ist alles okay? Das wird es nicht alleine sein. Was ist vorher irgendwas geschehen mal? Nein. Also nicht, was ich jetzt direkt wüsste. Mhm. Wie war denn dein Verhältnis früher so zu Kindern? Also, wenn sie etwas größer, etwas älter waren, dann ist das ganz okay für mich. Ja, aber nicht, wenn sie klein sind. Nicht, wenn sie so kleine Würmer sind, sag ich mal. Ne? Ja. Ja. Bist du sicher, dass es dein Kind ist? Nicht zu 100%. Aha. Da haben wir's. Wie kommst du darauf? Obwohl die Renate eigentlich ein Typ Frau ist, der man eigentlich zu 100% vertrauen kann. Ne? Wieso... Da musst du ja irgendeine Vermutung haben. Vorfall in der Vergangenheit, aber... In der Vergangenheit, das käme so hin, so als das Kind gezeugt wurde, von der Zeit her? Von der Zeit her schon, ja. Würde passen. Also da ist Misstrauen, das Misstrauen ist begründet, weil sie ist dir da fremdgegangen? Nein, ist sie nicht. Sie ist nicht fremdgegangen. Es ist nur, das war von mir ein Verdacht. Ich bin auch ziemlich stark eifersüchtig. Also du sagst klar, sie ist nicht fremdgegangen? Ich denke das, ja. Weil sie so ein Typ ist. Aber dennoch bist du dir nicht ganz sicher, ob dieses Kind dein Kind ist? Ich bin halt nicht zu 100% sicher, ja. Obwohl es eigentlich kein wirkliches Indiz gibt, dass es einen anderen Vater hat, das Kind. Naja, deswegen sage ich, das ist bei mir schon ziemlich, mit der Eifersucht auch ziemlich schlimm. Also kann es sein, dass du, ich sag's jetzt mal ein bisschen übertrieben, oder vielleicht auch nicht übertrieben, so krankhaft eifersüchtig bist, dass du dir das irgendwie einredest, obwohl es eigentlich gar keine Grundlage hat? Da meinst du, ich rede mir das ein? Ich frage dich ja nur so. Du kennst dich besser, ich kenne dich nicht. Bist du so ein Eifersüchtiger? Das wäre eine Möglichkeit. Ich habe mich das auch schon gefragt. Ja. Nur, ich komme zu keinem Ergebnis, ne? Hast du denn deine... Ich meine, wenn dir so etwas im Kopf rumgeht, dann muss man das doch eigentlich mal der Partnerin sagen. Hast du sie gefragt, bin ich auch wirklich der Vater? Habe ich getan. Was hat sie da geantwortet? Sie ist frech geworden. Also nicht frech, böse halt. Böse, weil sie die Frage wahrscheinlich... Hat angefangen zu schimpfen und, naja. Weil sie die Frage wahrscheinlich schon für unverschämt hält. Denke ich. Mhm. Ist denn sonst in diesen 1,5 Jahren, wo ihr ein Paar seid, irgendwas mal sonst noch geschehen, wo du sagst, da ist sie mir zu nah an einen anderen Mann rangegangen? Was ich jetzt konkret wüsste. Mhm. Also, nun steht, ihr wohnt auch zusammen, ne? Gehe ich mal von aus. Ja, ja. Ja. Nun steht ihr ja, das heißt, du stehst ja vor einem ganz großen Problem. Du hast eine Frau, die du liebst, gehe ich ja von aus. Du hast ein kleines Mädchen, das 5 Monate alt ist. Ja. Das gesund zur Welt gekommen ist. Ja. So, eigentlich, und ich hoffe mal und gehe auch davon aus, dass deine Partnerin dich liebt. Das tut sie. Das tut sie, so. Ja.
Aber das ist ein Störfaktor, nämlich das ist dein nicht klares Gefühl diesem Kind gegenüber. Ja. Was, und dieses nicht klare Gefühl kann alles kaputt machen. Ich weiß das. Alles kann es kaputt machen. Ja. Und was kann ich dagegen tun, bitte? Ich habe noch eine Frage, bevor ich darauf antworte. Hm. Ist es so, wenn du das Kind anfasst, dass du aufgrund dieser eventuellen Vermutung fast schon einen Widerwillen gegen das Kind hast? Nein. Das nicht? Nein. Also wenn ich sie anfasse und in den Arm nehme, dann tue ich das von Herzen. Mhm. Ich fasse jetzt nochmal zusammen, Tobias. Ist es richtig, dass diese Distanz, die sich aufgebaut hat zwischen dir und deinem 5 Monate alten Kind, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass diese Distanz darauf zurückzuführen ist, dass du nicht sicher bist, dass du der Vater bist? Ja. Das wäre, wenn, dann der Grund. Sonst einen anderen Grund würde uns nicht einfallen. Also, nee, fällt mir auch nicht ein. Mhm. Gibt keinen anderen. Mhm. So, jetzt müssen wir das regeln. Das muss jetzt geregelt werden. Ja. Also ich kann ja Vaterschaftstest noch machen lassen, ne? Das kannst du machen lassen, genau. Ich meine, ich finde aber auch ganz wichtig, dass ihr eingehend mit deiner Frau sprichst, mit deiner Freundin sprichst. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie schon gekränkt ist, wenn das wirklich völlig absurd ist, diese Vorstellung, dass sie fremdgegangen ist, ist das schon kränkend. Aber dann geh offensiv daran. Sag, du bist halt ein krankhaft eifersüchtiger Mensch. Ich würde euch auch für diese Gespräche eine Partnerschaftsberatung empfehlen. Damit da nichts kaputt geht. Das ist wirklich so eine empfindliche Geschichte, jetzt auch wo das Kind da ist, dass da nur nichts kaputt geht zwischen dir und deiner Freundin. Das will ich auch nicht. So, daher dringend zu einer Beratung gehen, mit einem Fachmann zusammen darüber sprechen. Und dann entscheiden und dann. Bitte? Das ist ein sehr guter Tipp. So, und dann kann aus diesem Gespräch resultierend entschieden werden, ob du noch einen Vaterschaftstest machst oder nicht. Denn wenn du das jetzt einfach so weiterlaufen lässt, habe ich die große Sorge, dass sich das verselbstständigt, auch dein Distanzgefühl, und das geht alles kaputt. Deine Beziehung zu deiner Freundin, und die Beziehung wird gar nicht erst entstehen zwischen dir und deinem Kind. Für das Kind ist das ganz schlimm. Das Schlimmste überhaupt. Ganz schlimm. Aber jetzt, nach 5 Monaten, hast du wirklich noch die Chance, die Notbremse zu ziehen und noch die Weichen wieder anders zu stellen. Jetzt kannst du es noch machen und dann ist es auch vergessen irgendwann. Mhm. So, jetzt werde ich dich gleich noch weiterleiten an meine Psychologin, die dir noch eine entsprechende Beratungsstelle in deiner Umgebung nennen wird. Das wäre schön. Ja, und dann nehmt es bitte in die Hand. Mach's für dich, mach's für deine Freunde und mach's vor allen Dingen für euer Kind. Sofern sie damit einverstanden ist. Ja, und wenn sie nicht damit einverstanden ist, dann gehst du alleine zu dieser Beratungsstelle. Dass du auf jeden Fall nochmal eine fachkundige Betreuung hast, finde ich ganz wichtig für den Fall. Ja, wäre nicht schlecht. So, jetzt legst du auf. Tobias, vielen Dank. Tobias und die Claudia, das ist meine Psychologin heute Nacht, die ruft dich an. Ja. Alles Gute, tschüss. Danke, tschüss. Und schon war der Akku leer. Perfekt getimt. Hier ist Werner und Werner ist 65 Jahre alt. Hallo Werner. Hallo Domian. Hallo Werner. Du bist sehr leise. Ich werde gleich ganz laut. Warte. Hoffentlich schimpfst du nicht mit mir. Wenn das meine. Zunächst einmal die allgemeine Option. Deine Sendung ist top. Ich danke dir herzlich. Freut mich, dass du sagst. Du bist der absolute King für mich im Fernsehen. Ich habe schon so oft versucht, dich zu erreichen und wollte meine Geschichte mal loswerden. Schön, dass du heute durchgekommen bist. Ja, danke. Also danke für das Kompliment. Nicht dafür. So. Also. Wenn das meine Kinder wüssten. Ja. Also ich habe 2 uneheliche Kinder. Wie alt sind die? Der Junge ist 16. Ja. Und das Mädel ist 43 mittlerweile. Die hat auch selbst schon wieder Kinder. Das Mädel, ja. Mhm. Leben beide nicht in Hamburg. Mhm. Sind beide im Ruhrgebiet groß geworden und wissen insofern von ihren Müttern und von den Stiefvätern, dass sie unehelich sind, dass es da also einen anderen Vater gibt. Ja. Als der Vater, den sie jetzt Vater nennen. Ja. Und die älteste Tochter weiß auch nicht von ihrer Mutter oder dem Stiefvater, dass ich diesen Job mache. Die wissen das nicht. Moment, was für ein Job? Den Job gemacht habe. Welchen Job? Ja, ich war halt am Anfang Zuhälter. Aha. Dann habe ich mir den ersten Club gekauft. Ja. Und dann einen zweiten dazu gepachtet. Ja. Und war auch Besitzer 2er Etagen mit mehreren Leuten im Aerocenter in Hamburg. Verstehe, aber im Moment bist du... Gar nichts mehr.
gar nichts mehr. Bin ich aus dem Job, bin ich raus. Jetzt muss ich nochmal fragen. Zwei uneheliche Kinder, 16 Jahre, 43 Jahre. Richtig. Aber die kennen dich und die wissen, dass du der Vater Nein, bist. Die haben mich noch nie gesehen. Ach so. Die kennen mich nicht. Die kennen dich gar nicht. Die wissen nur, dass da, sie... Da ist jemand. Da gibt es einen Vater. Ja. So. Habe ich gerade nicht richtig verstanden, aber jetzt habe ich es verstanden. Ha. Mhm. Warum kennen die dich nicht? Weil ich mich um Kontakt bemüht habe und die eben auch nicht. Und ich habe in der Zeit, als ich bis Dezember 86, bis ich den Job gemacht habe, 10 Jahre lang, habe ich auch ein bisschen Angst davor gehabt, dass sie sich bei mir melden und ich Butter bei die Fische packen muss. Mhm. So, nun bist du 65. Ja, geworden gerade. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Danke. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man da... Moment, ich sehe aber aus wie 64, ne? Ich gehe davon aus, fast wie 63. Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass man dann auch in dem Alter so auf das eigene Leben schaut. Ja. Und überlegt über das eine oder andere, war das richtig? Welche Fehler hast du gemacht? Vielleicht welche Schuld trägt man sogar? Ist das so, dass du das bereust, dass diese Kinder quasi nie mit dir Kontakt hatten bisher? Und du, ja, dich nicht um sie gekümmert hast? Ja, schon. Die fallen mir unheimlich oft ein und ich denke auch oft an die beiden. Hm. Aber wie gesagt, womit hätte ich die belastet, wenn die ihren tatsächlichen Vater kennengelernt hätten? Ja. Und dann festgestellt hätten, das ist ein ehemaliger Lude, Zuhälter und Puffbesitzer und dann Clubbesitzer und so weiter. Hast du denn, vielleicht hast du es am Anfang erklärt, ich habe das nicht so richtig verstanden, aber ich frage es dich nochmal, hast du denn zu den Müttern dieser deiner Kinder noch losen oder ab und zu mal Kontakt? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das heißt, am Anfang an kaum. Ja, das heißt, du weißt auch gar nicht, was aus dem Mädel, aus dem 43-jährigen Mädel geworden ist? Doch, durch Verwandtschaft. Eben Nichten und Neffen, ja, die in der Stadt wohnen auch oder in der Nähe wohnen, schon mal das eine oder andere über die Kinder hören. Ach so. Ja. Das heißt, geht es dem Mädel gut? Ja, ja, ja. Und dem Jungen, der nur erst 16 ist, auch? Der Junge, dem Jungen geht es auch gut, ja. Ja. Das heißt, wenn du wollen würdest, könntest du zu denen Kontakt kriegen? Ja. Du könntest dich hinsetzen und anrufen und telefonieren, sag, hier ist überhaupt. Der... Ich bin überhaupt kein Problem. Hast du schon überlegt, das zu machen? Nein, weil ich eben Angst davor habe, dass die schockiert sind, dass ich eben mal diesen Job gemacht habe. Gut, aber jetzt reden wir ja schon... Was haben Sie für einen Erzeuger da? Aber jetzt reden wir schon in der Vergangenheit. Damals hattest du Angst, wenn die erfahren, was ich mache. Aber nun ist das ja Vergangenheit. Du bist ja raus aus dem Metier. Ja, richtig. Ich vermute, du bist Rentner jetzt, ne? Machst gar nichts. Ich bin Rentner jetzt. Ja, genau. Ja, aber... Sie würden trotzdem mitkriegen, dass ich diesen Job mal gemacht habe. Du schämst dich für diesen Job? Ich persönlich habe da kein Problem mit. Meine ganze Verwandtschaft zum Beispiel wissen davon. Oder Nachbarn und Freunde. Wie viele Jahre hast du diesen Job gemacht? 10 Jahre. 10 Jahre. Kannst du jetzt unter uns beiden, Hand aufs Herz, sagen, dass du die Mädels ordentlich immer behandelt hast? Ja. Ja. Korrekter geht's gar nicht. Ja. Weil da gibt es ja auch viele schlimme Ausfälle in dem, ja, du kennst es, du weißt es. Nein, von der Sorte war ich nicht. Ja. Von der Sorte war ich nicht. Ich war so ein ganz vernünftiger, ich habe immer leben und leben lassen. Ja. Hast du im Moment eine Beziehung oder bist du alleine? Ich bin in einer sehr glücklichen Beziehung. Eine sehr glücklichen. Weiß denn deine glückliche Beziehung? Die weiß alles von mir. Die weiß alles? Ja, ja. Was sagt denn deine Frau? Die hat einen meiner Läden, den ich hinterher hatte, Club, hat die als Verwalterin. Ach so. Dieses Hauses. Ja. Und dadurch ein Kennenlernen und, naja. Aber die macht im Moment auch nichts mehr in dem mit. Nein, und die hat überhaupt in dem Milieu noch nichts gemacht, ja, weil das Haus stand in einer soliden Ecke in Hamburg. Dieser Club. Ja. Mit dem Kids oder so hat die überhaupt nichts zu tun gehabt. Ja. Nur eben mit dem Haus, in dem ich meinen ersten Club hatte. Ja. Du sagst eine sehr glückliche Beziehung. Sehr glücklich. Da beglückwünsche ich dich. Das ist wirklich ein großes Glück, wenn man das hat. Danke. Hinzu kommt noch, dass die Frau einen 12-jährigen Sohn hat. Ja. Wir sind beste Freunde und ich lerne nun auch endlich mal, obwohl ich auch zweimal verheiratet war, aber in der Ehe keine Kinder waren, ich lerne nun endlich mal auch so ein bisschen die Vaterschaft kennen für mich. Das ist ein Riesenerfolg, den ich da habe, den ich für mich verspüre. Hast du irgendwann wird der 12-jährige Junge auch mal fragen, was hast du früher gemacht? Vielleicht irgendwann mal, ja. Ja. So, jetzt wollte ich dich aber fragen zu deiner Lebensgefährtin. Mit der sprichst du, ihr habt ein offenes, vertrauensvolles Verhältnis. Ja. Was meint die denn, wie du dich verhalten sollst deinen beiden unehelichen Kindern gegenüber? Ich habe da schon oft
mit ihr drüber gesprochen, aber sie sagt, das muss ich ganz einfach dir überlassen, da kann ich dich nichts zuraten, kann ich dir nicht zuraten und auch nicht abraten, weil das Problem ist eben, wenn da ein Kontakt zustande käme und die würden das gewahr kriegen, wenn ich genau wüsste, die kommen damit klar, vom Kopf her, dann würde ich was, versuchen. Was meinst du denn, was die Mütter von dem Mädel, von den beiden Kindern, was die den Kindern erzählt haben? Tja, ich denke mal, dass die das nicht erzählt haben. Dass die nicht, die wissen ja auch, glaube ich, gar nichts. Die wissen ja gar nichts von meiner Vergangenheit. Ja. Aber die sind ja so weit weg von mir. Ja. Ich meine, meinst du, die haben irgendetwas über dich erzählt? Die Mütter? Ja. Das schon. Ich bin ja damals, war ich in der Versicherungsbranche zum Beispiel lange tätig. Und ich denke mal, dass die denen sowas beigebracht haben. Ja. Der 16-jährige Junge, lebt der jetzt mit einem anderen Vater, in Anführungszeichen, zusammen? Weißt du das? Ja, mit einem Partner der Frau, der Mutter. Ja. Und also Werner, ich denke die ganze Zeit etwas ganz, ganz Klares. Die ganze Zeit denke ich das. Ha. Ich weiß aus so vielen Gesprächen, dass Kinder, die lange den Kontakt zu ihren leiblichen Vätern beispielsweise oder Müttern, egal jetzt, nicht hatten, dass die immer, aber wirklich, glaube ich, kann das hundertprozentig so sagen, immer eine Sehnsucht danach hatten, auch eine große Angst, aber auch immer eine Sehnsucht, den leiblichen Vater oder die leibliche Mutter kennenzulernen. Eben, weil die große Frage dahinter stellt, woher komme ich, was sind meine Wurzeln? Ja. Es ist auch immer verknüpft mit einer Angst, das ist völlig klar. Domian, ich habe mir oft Gedanken gemacht, mich selbst in ein Kind versetzt oder in einen Jugendlichen von 16 und mich gefragt, wenn ich weiß, da gibt es einen, der mein wahrer Erzeuger ist, da forsche ich doch selbst, da muss ich doch... Ich denke immer, dass die Kinder auf mich zukommen sollen. Ja, aber das können wir ja gar nicht beurteilen, was bei den Kindern los ist und warum sie es nicht machen. Das ist jetzt auch ein bisschen eine Verlagerung der Verantwortung, die du da überlegst. Ja. Ich finde im Klartext gesagt, dass du initiativ werden solltest. Fang mit der 43-Jährigen an. Ja. Das ist eine gestandene Frau. Und ich finde, auch da will ich jetzt nochmal sagen, ich finde auch nicht eine Schande, was du gemacht hast. Ich finde es fast ein bisschen feiger, sich deshalb auf Dauer zurückzuhalten. Das finde ich eigentlich feiger. Und du bist ein netter Typ, vielleicht sind die wirklich hochglücklich, dass sie jetzt ihren Papa endlich mal kennenlernen. Und wenn der denen das auch noch so differenziert erklärt, ich habe mich damals geschämt für das, was ich gemacht habe, wollte euch vielleicht auch schützen davor, dann kann man das ja auch unter Umständen nachvollziehen. Aber sie werden es nicht nachvollziehen können, wenn sie irgendwann mal von deinem Tod vielleicht hören und dann eben erfahren, wer du warst, was los war und dich nie kennengelernt haben. Das finde ich viel schlimmer und unverzeihlicher. Das sind deine Kinder. Und du bist deren Papa. Und was für eine Chance liegt da drin, dass du vielleicht dann noch zu zwei Menschen noch zusätzlich eine tolle neue Beziehung aufbauen kannst. Ja. Was für ein Glück da eigentlich noch eventuell passieren kann, ist doch eigentlich ganz doll. Vielleicht brauchte ich mal von einem, für mich bist du der große Fachmann in jeder Beziehung, vielleicht brauchte ich mal so einen Hinterntritt, dass mir einer sagt, du mach das. Ja. Weil ich bewundere dich halt von alle Kenntnisse, die du hast und all dein Wissen und so weiter und deine sehr psychologisch guten Ratschläge. Und ich denke mal, vielleicht hat das gut, dass du mir heute mal so einen Tritt gegeben hast. Ich denke mal, ich werde mich drum kümmern. Weißt du, Werner, und wenn die beiden zu dir keinen Kontakt haben wollen, dann können sie es ja immer noch entscheiden. Ja. Aber du bietest ihnen den Kontakt an. Man kann das ja telefonisch versuchen. Man kann es erstmal vorsichtig machen. Ja. Vielleicht sogar brieflich, finde ich noch vorsichtiger. Ja. Telefonisch ist vielleicht so ein bisschen, überrollt man den anderen. Ja. Wenn du rauskriegen kannst, wie die Adressen sind. Ich würde einen Brief schreiben. Finde ich viel dezenter und sodass die beiden entscheiden können, ich rufe da jetzt an. Und ich schreibe dem zurück und ich will den treffen. Ja. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, Werner. Ich bedanke mich. Ich würde mich sehr über eine Mail von dir freuen, was aus der Sache geworden ist. Ja, gut. Versprochen? Okay, kriegst du von mir. Alles Gute. Alles klar. Toi, toi, toi für ich das. Danke dir, Domian. Tschüss. Ciao. Und hier haben wir doch tatsächlich noch einen Werner. Der ist aber 36 Jahre alt. Hallo, Werner. Ja, hallo. Hallo. Erstmal möchte ich auch sagen, dass mir deine Sendung sehr gut gefällt. Dankeschön. Und dass ich sie sehr oft anschaue. Sehr nett von dir, vielen Dank. Ja. Ja, wenn das meine Kinder wüssten. Ja, also es ist folgendermaßen.
Und zwar lebe ich seit 16 Jahren in einer Ehe. Mhm. Und habe jetzt aber seit 3 Jahren eine Beziehung zu einem Mann. Mhm. Weiß deine Frau davon? Nein, meine Frau weiß noch nicht davon. Ja. Und ich bin jetzt noch zurzeit so im Zwiespalt, wie ich das jetzt machen soll. Wie viele Kinder hast du? 2. Wie alt sind die? 12 und 14. Ja. Ja. Und naja, da weiß ich halt nicht genau, wie ich jetzt das Ganze angehen soll, weil jetzt ist es so, dass mein Freund sich getrennt hat von seiner Frau. Mhm. Also aus ähnlichen Beziehungen kommend wie du? Also eigentlich war das so, das ist ein guter Freund von uns gewesen. Ja. Also das war eigentlich so eine, so eine Freundschaft zwischen uns 4 eigentlich. Ja. Ja, und dann haben wir uns mal näher kennengelernt. Also wir sind dann allein weggegangen, mal in der Trinke, in der Kneipe und so. Ihr Jungs. Ja, und dann irgendwie sind wir halt auch mal auf das Thema gekommen. Ja. Und naja, und dann hat sich dann daraus was entwickelt. Und du hattest vorher keinerlei Erfahrung mit Männern? Nein, ich nicht. Er denn schon mal? Er hatte schon Erfahrung, ja. Er hatte schon Erfahrung. Mhm. Und dann hat sich so ganz allmählich eine Liebe entwickelt zwischen euch beiden? Genau. Seit 3 Jahren läuft das schon? Ja. Und die Familie? Immer mit so Unterbrechungen und so. Also das ist jetzt erst seit einem Jahr ziemlich. Mhm. Und die Familien verkehren auch immer noch miteinander? Mir verkehre jetzt nicht mehr miteinander, weil er hat sich ja getrennt von seiner Frau. Er hat sich getrennt. Aber bis vorher wart ja dann öfters auch. Oder besucht er zum Beispiel euch, wenn deine Frau auch da ist? Ja. Das ist doch dann pikant für dich sicher, ne? Oder? Ja, das ist sehr, sehr. Also ich bin ja auch, wie gesagt, sehr im Zwiespalt, weil ich liebe auch meine Frau noch. Also ja. Ahnt denn deine Frau irgendetwas? Ich weiß es nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie vielleicht was ahnt, aber ich. Denkst du, sie ahnt, da ist irgendwie eine andere Frau? Oder ahnt sie das mit diesem Mann? Nee, weil das hätte ich schon gemerkt, irgendwie, dass dann irgendwelche Probleme so entstanden wären. Also es ist. Aber vielleicht, ich weiß es nicht, kann natürlich sein, aber. Mhm. Würdest du sagen, dass du eigentlich deinen Freund mehr liebst als deine Frau? Das weiß ich nicht. Wie gesagt, da bin ich ja zurzeit noch am Überlegen. Aber du benutzt oder gebrauchst das Wort Liebe auch in Verbindung mit deinem Freund? Ja. Ganz eindeutig? Ja. Mhm. Und er zu dir auch? Er auch zu mir, ja. Er hat sich ja, wie gesagt, wegen mir von seiner Frau getrennt. Hat denn seine Frau das, weiß seine Frau, dass er sich wegen dir getrennt hat? Er hat zu mir gesagt, dass sie es nicht wüsste. Glaubst du ihm das nicht? Ich hoffe doch, dass ich, also ich glaube es ihm schon. Mhm. Ich denke dann auch, dass es so ist. Ja. Aha, also er hat sich getrennt von seiner Frau. Da, ja. Wegen dir, wegen euch. Das heißt ja, eigentlich. Weil er damit nicht leben konnte. Ja, das heißt doch dann, eigentlich müsste er das doch von dir jetzt auch erwarten, oder? Ja, eigentlich erwartet er es auch. Mhm. Also er ist so jetzt, so, wie gesagt, seit dem Jahr ist es ein bisschen enger geworden, das Ganze. Mhm. Und er ist jetzt schon hin und her, aber ich weiß halt nicht genau, wie ich das. Wie gesagt, wir haben 2 Kinder, wir haben eine gute Beziehung eigentlich miteinander. Schlaft ihr miteinander noch? Ja. Denkst du an deinen Freund, wenn du mit ihr schläfst? Nein, eigentlich nicht. Findest du das mit ihr genauso attraktiv und erotisch zu schlafen wie mit deinem Freund? Ja, es ist halt was anderes. Also, das ist mir schon klar, dass es was anderes ist. Aber bist du genauso erregt bei deiner Frau wie bei deinem Freund? Teils, teils, würde ich sagen. Also ja, nicht? Auch. Auch. Mhm. Wie auch immer, Werner, ich finde, wenn du 3 Jahre und seit einem Jahr jetzt eine enge Beziehung zu einem Mann hast, finde ich das erstmal wurscht, ob das zu einem Mann oder zu einer Frau ist. Fakt ist, dass du deiner Frau fremd gehst, dass du eine andere Beziehung hast. Das ist richtig. Das ist jetzt noch alles komplizierter, da es ein Mann ist, aber du gehst ihr fremd. Ist richtig. Und du bist nicht bereit, die Beziehung zu deinem Freund zu beenden? Das weiß ich nicht, weil ich bin, wie gesagt, ich bin zurzeit sehr im Zwiespalt. Ob ich das jetzt alles, was war, kaputt machen sollte durch, oder, also ich habe schon ziemlich viel kaputt gemacht, das weiß ich, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt mit meiner Frau dann demnächst darüber spreche. Ich glaube ja, dass da ein sehr großer Drang bei dir sein muss, so leben zu wollen. Auch ein großer Drang zu diesem Mann ist. Mhm. Nicht nur, weil es ein Mann ist, sondern auch zu dem Menschen, der dahinter steckt. Mhm. Dass du diesem Drang so nachgehen kannst und so nachgegangen bist, sagt für mich auch sehr viel aus über eure Beziehung. Das heißt, irgendwie zieht es dich offensichtlich ja doch mehr, sage ich erstmal wertend, in diese neue fremde Welt zu deinem Freund hin. Ja, klar, ist was Neues. Also. Und so wie du das jetzt geschildert hast und so auch die Ernsthaftigkeit, wie du das erzählst, meine ich so zu spüren, vielleicht täusche ich mich auch, weiß ich nicht, dass das schon ein ganz großes Gewicht hat, die Beziehung zu deinem Freund. Hat's auch, ja.
Aber ich weiß nicht, ob es das wert ist. Also eigentlich ist es schon wert, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich da reagiere. Mhm. So, das hast du gerade zumindest gesagt, das finde ich schon mal einen guten Ansatz. Der bringt alles der lässt die Karten ganz neu aufmischen, dieser Aspekt, es deiner Frau zu sagen. Das finde ich, musst du tun. Ja, genau. Und das musst du tun. Das ist eine Frage auch des fairen Miteinander Umgehens. Und ich weiß auch aus persönlicher Erfahrung, immer in dem Moment, wo man etwas sagt, werden, wie gesagt, die Karten neu gemischt. Dann kommt alles in Bewegung. Mhm. Wer weiß, wie deine Frau darauf reagiert. Du setzt ganz andere neue Emotionen frei. Und das wird es wird zu einer Lösung führen. Wahrscheinlich. Ja, finde ich schon. Und was glaubst du, wie viele schwule Männer es gibt, die Kinder haben oder die spät schwul geworden sind? Mhm. Und wo das auch wunderbar geht und wo die Kinder es auch akzeptieren. Ich finde, 12 und 14 ist ein tolles Alter, wo man das auch erklären kann. Mhm. Und es nach vielleicht der anfänglichen Katastrophe in der Familie sich alles gut einrenkt und auch die Kinder es akzeptieren, Papa hat jetzt halt einen Freund und keine Freundin. Aber es ist mir natürlich schon klar, dass das ein Aufbruch ist. Das bricht ja dein ganzes Lebenssystem auf, ne, was ja, du bisher hattest. Ja. Das ist natürlich eine große Leistung und das bedarf auch sehr viel Energie. Aber ich glaube, es ist schon so zu viel geschehen, als dass du da noch zurückgehen kannst. Also soll ich eher jetzt mit meiner Frau darüber reden? Das auf jeden Fall. Mhm. Und dann wird es wird sich eine Bahn finden, wohin das Leben führt. Aber du musst es deiner Frau jetzt sagen. Okay. So bitter und so schwer das auch ist. Na gut, dann muss ich das wohl tun. Lieber Werner, alles Gute. Okay, danke schön. Auf Wiederhören. Gut, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Das war unsere Sendung, wenn das meine Kinder wüssten. In der Technik Gundel Blendin. Morgen sind wir auch wieder da. Morgen ist, sagen wir morgen, Donnerstag, ja genau. Die Nacht von Donnerstag auf Freitag mit einer freien Themennacht. Ihr könnt ab sofort die ganze Nacht, den ganzen Tag über mailen, wenn ihr gerne morgen mitmachen wollt. domian@wdr.de oder ihr könnt euch morgen ab 0 Uhr hier bei uns melden, da sind die Leitungen geschaltet und um 1 sind wir da. Um 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und eine gute Nacht. Tschüss.